Die Gemeinde Großenkneten besteht aus 26 Bauernschaften auf einer Fläche von 176 Quadratkilometern. Circa 100 davon werden landwirtschaftlich genutzt und 40 sind Wald. Unsere Gemeinde hat rund 14.000 Einwohner. Großenkneten befindet sich im Dreieck Bremen, Kloppenburg und Oldenburg am Autobahndreieck Ahlhorner Heide, A1 und A29. Unsere drei größten Ortschaften, Großenkneten, Ahlhorn und Hundlosen, liegen an der Bahnlinie Osnabrück-Oldenburg. Hier fährt die Nordwestbahn. Die Mitarbeiter des Rathauses sind immer für alle da, zu kundenfreundlichen Servicezeiten. Der bekannte Künstler Peter Lehmann hat die Bronze vor dem Rathaus, Schäfer, Schaf und Hirtenhund geschaffen. Von hier aus starten viele geführte Touren der Gästeführer. Heute geht es unter anderem zum Schafstall nach Bissel. Fließt jetzt die Lethe vorbei. Fast am Littel vorbei und in Hundsmühlen in die Hunte. In der Wildeshauser Geest gibt es 11 Melkhäuser, eines davon in der Gemeinde Großenkneten in Bissel. Hier können Sie sich mit einem frischen Imbiss rund um die Milch für Ihre weitere Reise stärken und, wenn Sie wollen, im Gespräch sicher auch einen Eindruck von der vielfältigen Landwirtschaft der Region erfahren. Auch in unserer Gemeinde wird selbstverständlich Strom durch Windkraft erzeugt. Wir erfreuen uns aber auch immer wieder gerne beim Anblick alter Mühlen, wie dieser stillgelegten, gut erhaltenen Windmühle in Hengstlage und der Wassermühle in Heinefelde. Die ersten Aufzeichnungen über die malerische Wassermühle gab es im Jahr 1487. Bis 1968 war sie als Kornmühle in Betrieb. Im Jahr 2002 wurde sie von den jetzigen Besitzern, die gerne auch Führungen anbieten, liebevoll restauriert und damit vor dem Verfall bewahrt. Von hier aus ist es ein Katzensprung bis zur Buchenallee, die um 1840 entstanden ist. Leider mussten in den letzten Jahren zahlreiche dieser Riesen gefällt werden. Doch es wurde auch nachgepflanzt, um den wunderschönen Alleecharakter zu erhalten. Redgedeckte Bauernhäuser werden von ihren Besitzern in sehr schönem Zustand präsentiert. Neben den hier gezeigten gibt es zahlreiche weitere sehenswerte Gebäude dieser Art. Natürlich haben Sie gemerkt, dass es kein Bauernhaus, sondern einer der schönsten Schafställe in der Region ist. Auf saftigen Weiden stehen Kühe und Pferde.
Die Zeiten, in denen Pferde Schwerstarbeit verrichteten, sind längst vorbei. Und heute gibt es sicher mehr Pferde als noch vor 100 Jahren. Sie werden von Freizeitreitern als Spring-, Dressur- oder Kutschpferd eingesetzt und sind immer wieder ein schöner Anblick für uns. Eine große Vielfalt von Angeboten findet man im Veranstaltungskalender der Gemeinde. Ich gebe den Start frei für das Finale der zweiten deutschen Meisterschaft im Frauentragen. Joachim, du hast das Kommando. Boris ist im Wassergraben. Andres setzt im Wassergraben zum Überholen an. Auch Stefan ist noch mit dabei. Unveränderte Reihenfolge nach dem Wassergraben. Boris kommt schon auf die Zielgerade. Ingo. Opo geht aber voll über die Hürden. Boris, der deutsche Meister ist im Ziel. Vorsicht jetzt. Ja, zweiter Platz. Tja, in großen Kneten werden die Frauen nicht nur auf Händen getragen. Die Wirtshausrallye wird gerne mit der Familie, Freunden oder dem Verein für eine ausgedehnte Radtour genutzt. Wir starten zum Beispiel eine Radtour in Ahlhorn. Wie man sieht, sind hier viele Fahrradfahrer unterwegs. In Sage parken einige auswärtige Gäste ihre Fahrzeuge und starten hier mit dem Fahrrad. Auch in großen Kneten liegen die meisten Gaststätten in der Nähe der Kirche. Auf dem Liegerad geht es weiter in Richtung Döhlen. Die gut ausgeschilderten Radwege führen nach Hundlosen. Hier treffen wir nicht nur Fahrradfahrer, sondern auch motorisierte Teilnehmer der Wirtshausrallye. Von Hundlosen fahren wir zurück über großen Kneten zum Hagel. Während jeder der 11 Stationen eine Frage richtig beantwortet, kann einen Preis gewinnen. Wie alt ist der Backofen beim Schafstallkaffee? Von 1905. Ja, 105. 105. Ja. 105. Das Hügelgräberfeld Hespenbusch liegt in einer Heidelandschaft und steht seit 1941 unter Naturschutz. Die Fläche wird von Schafen beweidet. Die Gräber, 52 an der Zahl, sind gut zu erkennen und haben Durchmesser von bis zu 10 Metern. Die Entstehung geht zurück in die Bronzezeit, also 1200 bis 700 vor Christi. Eine der interessantesten Ansammlungen von Großsteingräbern in Niedersachsen ist als Fisbecker Braut und Bräutigam bekannt. Um diese Gräber rankt sich eine alte Sage. Eine Bauerstochter aus reichem Hause sollte gegen ihren Willen mit einem Mann verheiratet werden. Auf dem Weg zur Kirche flehte sie Gott an, sie lieber zu Stein werden zu lassen, als diesen ungeliebten Mann heiraten zu müssen. Der Wunsch ging in Erfüllung. Und auf der einen Seite wurde der Festzug der Braut und auf der anderen Seite der des Bräutigams versteinert. Der Brautweg ist ein Wanderweg von etwa 1,5 Stunden, der die beiden Gräber verbindet.
bei Nacht ein unheimlicher Ort, ist bei Tageslicht der hübsch angelegte Weg, der die Besucher gefahrlos durch diese schöne Landschaft führt. Die nachfolgende Strecke führt in das Hundloser Moor. Randbereiche sind für die Landwirtschaft nutzbar gemacht worden. Die Hunde eignen sich wunderbar zum Wandern mit dem Kajak oder Kanadier. Vom 1.4. bis 15.6. jeden Jahres gehört sie allerdings zwischen Wildeshausen und Astrup den Brutvögeln. Die Reststrecke ist ganzjährig mit muskelkraftbetriebenen Booten befahrbar. Der Fluss schlängelt sich vorbei an Sandstränden, steilen Uferböschungen und schönen Wäldern durch die Wildeshausener Geest. Auch Hundlosen besitzt eine eigene Anlegestelle. Seit 1993 sind die Aalhorner Fischteiche Naturschutzgebiet. 485 Hektar groß bilden sie mit ihren zahlreichen extensiv genutzten Fischgewässern sowie der naturnahen Niederung der Liethe ein wichtiges Feuchtgebiet, dessen ökologische Bedeutung in ganz Europa anerkannt ist. Auf markierten Wegen sind die schönsten Bereiche der Öffentlichkeit zu Fuß und mit dem Fahrrad zugänglich. Mittendrin befindet sich das sogenannte Blockhaus, ein Seminarhaus und Freizeitheim der evangelischen Kirche. Die Kapelle St. Petri lädt ein zu Andachten, Meditationen und Gottesdiensten in einmaliger Lage. Hofladen und Räucherei der Teichwirtschaft bieten dem Besucher frischen Fisch zum Mitnehmen oder auch zum sofortigen Verzehr an. Unser kleiner Film endet mit einem farbenprächtigen Sonnenuntergang an den Aalhorner Fischteichen. Packen Sie die Wanderstiefel ein, machen Sie Ihr Fahrrad fit, bringen Sie Ihr Boot mit, kommen Sie mit dem Pferd, dem Auto oder dem Motorrad. Es gibt auch schöne Campingmöglichkeiten. Oder reisen Sie mit der Bahn an. Besuchen Sie uns. Wir heißen Sie herzlich willkommen in der Gemeinde Großenkneten.